Okay, alles klar. Huch. what is happening? Steh ich auf dem Wasser? Weird. Es ist sehr dunkel. Ich kann nicht viel sehen. Aber herzlich willkommen zurück zu Subnautica. Und ich würde gerade eigentlich viel lieber. Wo bin ich überhaupt? Ich würde gerade eigentlich viel lieber Sims 4 Jahreszeiten spielen. Aber, ach so, ich bin hier, wo ich meine Base bauen wollte. Yay, ich erinnere mich. Ich habe Erinnerungen. es wäre auch besser, wenn ich Erinnerungen habe. Ja, genau, hier wollte ich bauen. Das war das, was ich letztes Mal angedacht hatte für diese Folge. Gut. Lass mich in Ruhe. Ich bin doch hier an der perfekten Stelle. Okay, ich glaube, es ist mir nicht gefolgt. Es ist wirklich sehr dunkel, aber ich wollte hier bauen. Und ich mache das jetzt. Ist mir jetzt egal, ob dieses Ding mich angreift. Ja, herzlich willkommen zurück. Es ist natürlich dunkel, weil man baut natürlich im Dunkeln, wenn man nichts sieht. Ich will das hier raufstellen, dann geht das nicht. Ich kann nichts sehen. Spiel, bitte, bitte mach, dass wieder Tag wird. Ich glaube, es wird gerade wieder Tag, oder? Oder ist es meine Einbildung? Wunschdenken. Ich glaube, es ist meine Einbildung. Muss ich jetzt ernsthaft warten, bis wieder Tag ist, nur damit ich bauen kann? Kann ich in der Zeit auch kurz nachgucken, ob wirklich alles aufnimmt, weil ich sehr paranoid geworden bin, was das betrifft. Und irgendwie auch die letzten Male, wo ich irgendwie dieses Spiel aufgenommen habe, immer irgendwas schiefgelaufen ist. Und das, es wird Tag, yay! Ich würde gerne zurück ins Spiel. Hallo, 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 wo bin ich da? wuhu, dann kann ich es ja doch jetzt bauen. Jetzt sehe ich nämlich auch was. So, wir brauchen erstmal eine Foundation, die ich gerne hier irgendwie raufstellen würde. Ich glaube, das ist schon so ganz gut. Ja, ich mache das einfach mal, sonst kann ich es immer noch mal wieder dekonstruieren. Ja, so heißt es sogar auch im Deutschen. Ich habe es gerade gesehen, weil es da auch stand. Ja, es steht halt nicht auf dem Boden, aber da, das ist schon okay, so, weil durch diese Foundations, man muss die nicht hinmachen, aber dadurch steht es halt stabiler. Es ist mal wieder sehr viel Geräusche hier. So, wie machen wir das denn am besten? Weil in die Mitte geht es halt nicht. Ich glaube aber, ich stelle es da so hinten ran. Ich hoffe, ich habe auch alle Materialien. Ich hoffe, mein Vergangenheits-Ich hat das alles gut kalkuliert. Es wird mir hier das immer mit der Hülle angezeigt. Können die mal weggehen? Huch. Ah, das wird mich noch aufregen, dass die hier immer rumschwimmen können. Könnt ihr nicht woanders hingehen? Ich will hier meine Base bauen, okay, weil es hier voll schön ist. Geht weg, bitte. Also echt. Ja, weil eigentlich wollte ich da irgendwie auf die Seite den Eingang machen, aber jetzt sind die hier die ganze Zeit. Ja, spiel mit deinem Schrott. Warum sind hier so viele? Warum habe ich mir so einen scheiß Platz ausgesucht? Letztes Mal, also in meinem eigenen Let's Play. In meinem eigenen Let's Play. Nee, das ist nicht mein eigenes Let's Play. Das ist, keine Ahnung. in meinem eigenen Spielstand, als ich das erste Mal gespielt habe. Kannst du bitte auch noch weggehen? Hatte ich da meine Base. Ja. Auf. Bleib bitte da unten. Jetzt kommt der andere hier wieder hoch. Sag mal. You serious? Wir brauchen nämlich noch eine Luke. Und die hätte ich ganz gern hier irgendwo an der Seite. Huch, es fehlt mir Titan. Mir fehlt Titan. Und warum ist es jetzt schon wieder dunkel? Ah. Oh, Sonnenfinsternis! Ah! Yay, dieses Mal habe ich es nicht verpasst. Huch. Sonnenfinsternis! Okay, jetzt ist es wieder hell. Titan. Titan hat man auch in den normalen Dingern bekommen, ne? Ich habe das Gefühl, hier ist das Spiel ein bisschen laut. Also nicht in den Sandstone, sondern dem anderen. Den anderen Zeug. War das jetzt Titan ist Titanium? Ich bin verwirrt. Moment. Nein, so ging das hier nicht.
Ich habe gerade I gedrückt. Blei. Titan. Warum hatte ich gerade kein Titan mehr? Was ist da los? Das macht doch eigentlich gar keinen Sinn. Bleib da oben. Nein, 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 nein. Okay, ich werde ihn jetzt wahrscheinlich so oft begegnen, dass ich irgendwann keine Angst mehr vor denen habe. Ich weiß, man kann die auch tamen, wenn man denen so einen Pieper gibt, aber ich habe leider gerade keinen. Das würde ich jetzt mal versuchen. Dann schwimmen die einen sogar hinterher und bringen einem Dingsens hier los. Ich glaube, ich brauche jetzt aber noch mehr Titan, um das andere Ding machen zu können. Give me Titan, give me Titan. Das ist ja auch selten, dass man mal Titan wirklich haben möchte. Das ist Kupfer. Können die mal einfach nicht? Quarz brauche ich für Glas und das brauche ich für die Fenster. Titan. Ich glaube, ich brauche noch mehr. Mehr Titan, bitte. Ja, Kupfer ist auch okay. Daraus kann ich Titan machen, aber ich muss halt erstmal. Ich weiß gerade gar nicht. Ich weiß vor allen Dingen gar nicht, ob ich wirklich Titan dafür brauche. Muss ich hier übrigens auch noch eine Boje hinstellen? Das brauche ich nicht. 30 Sekunden. Oh ja, okay, dann schwimme ich halt erst nach oben. Ja, ich gehe mal erstmal rein. Emergency power only. Oxygen production. Ja, wir müssen da nämlich noch die Solar Panels ranmachen. Vielleicht mache ich das mal zuerst. Ich weiß, wir können uns dann auch noch was anderes zur Energiegewinnung machen. Aber wir machen jetzt erstmal Solar Panels. Wo sind die? Wo sind die? Wo sind die? Ich habe die ganze Zeit Angst, da brauche ich auch die Tage. Was ist da? Warum habe ich nicht genug Titan? Ich habe bestimmt genug in meiner Base und habe einfach nicht genug mitgenommen. Was ist hier unten eigentlich noch drin, wenn hier was drin ist? Nee, nix. Seegleiterfragment, aber davon bekomme ich ja auch Titan. So, jetzt kann ich zumindest das eine Solarpanel fertig machen. So, jetzt gucke ich mal, was brauche ich für das andere Ding? Tischkorallenprobe, okay, das sollte machbar sein. Warum kann ich das da nicht hinmachen? Ich will so hier! Warum geht das hier? Aber wie? Na komm, sei lieb. Okay, da geht's. Ja gut, dann mache ich es halt lieber auf die andere Seite. Ja, Tischkorallenprobe brauche ich noch. Weiß ich gerade gar nicht. Also ich weiß, wo die. Also ich weiß, was das ist, aber ich weiß gerade nicht, wo man das hier am schnellsten bekommt. Gib mir eine Tischkorallenprobe. Tischkoralle? Ja, lass mich in Ruhe. Ich schwimme mal in diese Richtung. Ich hoffe, ich finde das hier auch gleich wieder, weil ich ja immer so verpeilt bin und nichts wiederfinden kann. Das ist keine Tischkoralle, das ist die andere. Das sind diese Dinger, die an den Wänden hier wachsen. Komm schon! Kann doch nicht so schwer sein da. Wahrscheinlich bin ich an 13 Stück vorbeigeschwommen. Hab's noch nicht mitbekommen. Nein, immer noch nicht diese Taste. Komm. Achso. Gib her. Ich nehme mal noch ein paar mit. Wenn ich gerade eh keinen. Okay, ich nehme noch eins mit.
So, jetzt gucke ich mal kurz. Ist hier irgendwo so ein Pieper, die ich auch immer voll gut fangen kann, weil ich so gut darin bin, Fische zu fangen? Oh, dieses Mal hat es funktioniert. So, wenn ich mir das jetzt auf die Hand lege, ich mach's mal da so hin. Ups. Oh, immer klicke ich die falsche Taste. Und wenn ich jetzt hier so damit hinschwimme. Oh hey, ach ja, stimmt, ich habe ja meine Boje hier gemacht. Yay. Kann ich dir gleich noch näher an meine Base machen. Oh, die ist jetzt hier. So, jetzt ist hier gerade natürlich keiner. Das war ja klar. Hallo? Das war so klar. Jetzt will mich natürlich keiner angreifen, obwohl ich extra was mitgenommen habe, um die zu beruhigen. So. Genau, Glas und so kann ich machen. Ach ja, ich habe noch Schrott wahrscheinlich, ja. Dann habe ich auch wieder ein bisschen Titan. Und dann müsste ich auch nochmal eine neue Solarzelle machen können. Ich guck mal lieber vorher nach. Da waren die. Ja. Tun wir das doch. Weil ich will so viele wie möglich. Das hier ist jetzt meine richtige feste Base. Und da will ich so viel wie möglich an Solarzellen haben. Damit mir der Strom nicht so schnell ausgeht. Weil nachts logischerweise funktionieren die ja nicht. Ich glaube, das war's, ja. Ich bräuchte jetzt noch mehr Quarz und Titan, okay. Ich hole mal kurz meine Boje her. Ich habe einen Fisch. Will jemand einen Fisch? Nein? Okay. Boje, Boje. Ich brauche dich zurück. Oh, Boje. Müssen wir gleich nochmal den Battery Charger holen. Platziere ich die Boje mal genau hier drüber. Wir tun die mal kurz. Drei. Ups. Immer will ich Escape klicken. Es tut mir leid. So. Passt nicht. So. So. Ich die jetzt nochmal neu benennen. Ich habe einen Fisch. Will jemand einen Fisch? Niemand will einen Fisch. Okay. Die macht ja Geräusche. Platz Base bauen. Ich nenne sie mal Base Beauty Base. Beauty Base. Hast du gesehen? Willst du einen Fisch? Ich kann den Fisch geben. Okay. Niemand will einen Fisch. Ja, was machen wir als nächstes? Ich würde mal sagen, das Interior Grow Bed wäre eine gute Idee. Weil die anderen Sachen habe ich wahrscheinlich alle noch zu Hause. und ich glaube, ich brauche dafür nur Titan, was ich jetzt gerade nicht habe. Aber ich kann jetzt diese ganzen Metal-Salvage-Dinger klauen. Oh, Moment. Das kommt wieder auf 3. Das andere lasse ich mal gerade. Den Fisch, solange ich den noch habe. Oh. Die Zähne, die Zähne. Die Zähne sind wichtig. So. Das nochmal eben scannen. Hab ich den eigentlich schon? Ja. Huch. Glitch, glitch, glitch. Ich kann nicht schnell wegschwimmen. Nimmt meinen Fisch. 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 Danke. Jetzt habe ich keinen mehr. Aber ich hoffe, du bist jetzt freundlich zu mir. Ich muss mir einfach immer die Fische horten. Und dann immer einen mitnehmen, um die wieder zufriedenstellen zu können. Ich trinke mal kurz was. Essen wäre auch gut. Das müssen wir gleich erstmal anpflanzen. Ja, wahrscheinlich muss ich mir dann in der Zwischenzeit nochmal einen Fisch fangen. Weil das dauert ja ein bisschen. So, dann haben wir hier jetzt erstmal das Wichtigste.
Ist das das Interior Grow Bed? Ich habe nicht geguckt. Was ist das denn jetzt? So. Nein, ich bin gar nicht überfordert. Nein, es ist das Außenbecken. Es gibt aber auch noch das Innenbecken da. Innenkasten. Ich tue den mal hier ganz an die Wand. Oder soll ich den irgendwie... Ich weiß halt noch nicht, in die Schränke würde ich eher hier vorne hin machen. Ich tue es mal hier hin. Mache ich da vielleicht ein Fenster hin? Ja. Ich meine, zur Not kann ich es immer noch alles umbauen. Also, alles gut. Yay! So, das heißt, wir müssen da gleich die Sachen holen. Ich tue mal kurz den wieder auf 1. So, und theoretisch könnte ich jetzt... Was braucht man denn dafür? Nur einmal Glas. Okay, das sollte ich hinkriegen. Achso, ich habe kein Quarz mehr, ne? Achso, nee, das ist gehärtet. Das gehärtete Glas, das brauchen wir aber erst später. Ich bräuchte nochmal Quarz. Okay, ja, das wäre jetzt auch nur so ein... Ne, so ein Rumspielding gewesen. Weil da kann man, glaube ich, ganz gut diese Formation da sehen. Aber wir reisen jetzt mal zurück zu unserer ersten Base. Direkt unter unserer Rettungskapsel. Das ist ja keine richtige Base, das ist eigentlich nur ein Raum. Ja, und dann nehmen wir da mal die Sachen mit. Zum Beispiel von dem Battery Charger. Das wäre nämlich sehr wichtig. Und eigentlich kann ich auch die Solarzelle hier dekonstruieren und noch eine andere da hinten drauf stellen. So, die sind nämlich auch alle aufgeladen. Gib, 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 gib. So, und dann... Hier, das... nein. Dayen. Oh, dekonstruieren ist cool. Ah! Ich mache sowas zu selten. So. So, haben wir das. Habe ich die Pflanzen, die sind alle hier drin. Ja, nehmen wir einfach mal alle mit. Habe ich nicht auch noch von dem Baum den Samen? Ja, ich habe keinen Platz mehr. Ich tue mal, kann ich die zurück tun und dann... Das geht nicht, dann tue ich das mal da rein. Und lassen wir irgendeine Batterie hier. Die alle 100%. So, damit ich zumindest eins davon mitnehmen kann. Nein, ich habe gar nicht so viele Sachen. Das bildet ihr euch ein. Schade, jetzt kann ich das andere gar nicht mehr dekonstruieren. Es ist so dunkel. Und die Musik ist auch gar nicht laut. Voll normal. Ich hab's doch schon so leise gestellt. Yay, ich freue mich, wie es vorangeht. Jetzt müsste nur noch das mit dieser Mobile Vehicle Base Station da funktionieren. Huch, ich kann ja voll direkt hier hinschwimmen. Ah! Okay, ich erschrecke mich doch immer noch sehr. So, hier kann ich jetzt einfach die Samen reintun. Aufpassen, dass man auch die richtige Maustaste drückt, weil sonst isst man das aus Versehen. Ja, machen wir es doch einfach mal so. Jetzt muss ich mir noch ein paar locker bauen, aber erstmal die, hier, ne? Den Battery Charger wieder aufbauen. Wo ist denn der da? Der kommt dann hier hin. Yay! So, die sind ja alle aufgeladen. Das heißt, wir tauschen mal kurz hier alles aus. Ich vergesse immer noch, wie das geht. So, das hat keine. Wie sieht's mit deiner Batterie aus? Du hast bitte auch eine volle. Du kannst die nochmal behalten. Und du kriegst auch eine neue. Das ging immer noch nicht so. Das ist mit R. R für irgendwas, keine Ahnung. Remoulade. Ich weiß es nicht. Komm, rein da. Habe ich sonst noch irgendwas, wo man die Batterie... Das ist auf 100%. Das brauchte ich eigentlich auch nicht tauschen. Okay. Alles klar. Ja, ich würde mal sagen, dann müssen wir nochmal zur Aurora gehen. Und zwar dahin schwimmen, wo ich nicht hin will. und ich behalte mal
mindestens 2 Batterien. Für den Fall der Fälle. Aber jetzt müssen wir hier erstmal noch einen Wandspind hinstellen. Ich glaube, ich mache die mal. Ne, hier wollte ich ein Fenster hinmachen, ne? Eigentlich müsste ich die mal umtauschen. Egal, ob ich jetzt 2 Meter gehe oder nicht. Macht jetzt auch nicht so den Unterschied. So. Keine Ahnung, ich nenne es jetzt erstmal Zeug, weil ich gerade nicht weiß, was ich da überhaupt rein tue. Wahrscheinlich erstmal alles. Damit kann ich nochmal eben 2 machen. Ja, ich tue da aber trotzdem einfach mal gerade das rein, was ich gerade noch so habe. Wasser zu machen wäre noch sinnvoll. Und halt was zu essen. Weil das hier dauert halt so lange. Ich meine, es wächst jetzt schon, aber das dauert schon ein bisschen. Das heißt, gehen wir nochmal raus. Und natürlich ist es dunkel. Weil es immer dunkel ist, wenn ich in diesem Spiel rausgehe. Wir müssen eh nochmal in das andere Gebiet. Da. Das ist ganz gut, den hier so als Markierung zu haben. Um zu wissen, wo man genau hin muss. Ich glaube, ich brauche nur Coral Sample und Salz. War es das? Funktioniert das gar nicht? Jetzt. Ich sehe halt nichts. Es tut mir leid. Vielleicht, also wahrscheinlich seht ihr sogar mehr als ich. Wieder habe ich 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ja, sollte reichen. Licht bitte. Ich kann die immer noch nicht gut fangen. Ich sollte vielleicht auch mal gucken. Gib mir einfach irgendeinen Fisch, meine Güte. Oh, es wird wieder Tag. Das ist sehr schön. Die Fische sind gefährlich. Die will ich nicht unbedingt im Inventar haben. Ich glaube, ich werde immer zu panisch beim Fische fangen. Ich glaube, das ist mein Problem. Hallo? Nein. Komm her. Gary! Ich weiß, der heißt, glaube ich, gar nicht Gary, aber... So, die Solarzelle können wir dann gleich nochmal abbauen, weil... Ich meine, so Sachen kochen und so kann ich ja auch da oben, beziehungsweise hatte ich hier eh nichts gemacht. Ja, hatten wir nicht noch eine neue Nachricht bekommen? Ich weiß es gerade gar nicht. Wir können gleich nochmal nachgucken. Ja. Was brauchte ich nochmal für Chlorbleiche? Genau, Salzablagerung brauche ich noch. Muss ich gleich mal gucken, aber ich esse jetzt gerade erstmal was. Ja, kochen ruhig alle 3 und essen alle 3. So. Das sieht doch schon viel besser aus. Ja, Salz bräuchte ich jetzt noch. Habe ich hier noch irgendwas drin? Oh, hier sind auch ganz viele noch. Das ist gut. Brauche ich jetzt nämlich nur noch Salz? Hatten wir noch eine neue Nachricht? Nein. Okay. Gut zu wissen. Ist hier noch irgendwas drin? Ich glaube, den habe ich aber auch ausgeleert. Ein Lithium! Ich mache das hier mal weg. Das brauche ich jetzt eh nicht mehr. Ich habe den Battery Charger schon... Jedes Mal. Jedes Mal. So. Ich hoffe, das Spiel ruckelt dieses Mal nicht oder so. Ja, ich weiß. Ja, ist noch eine Batterie. Nehmen wir noch das Trinken mit. Ich müsste eh jetzt mehrmals hin und her schwimmen. Ich kann mir vielleicht merken, dass ich hier noch Zeug habe. Das nehme ich mal auf jeden Fall mit. Ups, jetzt habe ich schon keinen Platz mehr. Ja, ist okay. Da ist auch noch ganz viel Trinken drin. Moment, dann trinke ich doch mal eben was. Kann ich noch eins mitnehmen? Da ist noch ein bisschen Zeug. Da haben wir noch Silber. Und hier ist noch ganz viel Lithium und Gold. Okay. Vielleicht kann ich mir ja merken, dass das hier ist. Vielleicht sollte ich es mir auch aufschreiben. Aber das will ich jetzt nicht gerade unbedingt hier im Let's Play machen.
Weil das verschwendet nur unnötig Zeit, wenn es halt wirklich gerade irgendwas super Wichtiges ist, was ich sonst mir nicht aufschreiben kann. Oder mir wirklich in dem Moment aufschreiben muss, ist was anderes. Ja, ja, ist gut. Die Nachbarn hier, ne? So aggressiv. So, ich muss gleich nochmal die Solarzelle außen anbringen. Erstmal tue ich hier, glaube ich, einfach alles rein. Für die Solarzelle brauchte ich, glaube ich, diese Sachen hier. Moment, damit will ich noch Spinde machen. Da brauche ich noch Salz. Das kann aber hier alles mit rein. Und eine der Batterien lasse ich da auch mal. Davon brauche ich auch nicht so viele. Das kann da auch mit rein. So, ich mache erstmal die Solarzelle. Ich hoffe, ich werde nicht umgebracht. Lass mich in Ruhe. Lasst mich bitte beide in Ruhe. Das Licht, wie es durch die Wasserdecke bricht. Ich fange jetzt nicht an zu singen und habe es doch getan. Wowie. Ich esse einen Arm, ich weiß auch nicht. Chill mal bitte. Ich will das hier schön machen, okay? So. Ich glaube, jetzt haben wir erstmal genug Strom. Ich werde später noch auf irgendwas anderes umsteigen. Denke ich mal. Weil so ganz ideal ist das halt nicht. Ja, jetzt könnte ich noch zwei locker bauen. Und das vielleicht doch nochmal auch hier wieder ein bisschen sortieren, damit ich nicht jedes Mal in alle Schränke gucken muss, was da denn nun drin ist. Warum kann ich das nicht direkt daneben stellen? Warum muss da eine Lücke? I don't understand. So, und noch ein. Jetzt überlege ich gerade, soll ich wirklich alle Sachen irgendwie hier rüber holen? Mach mal, das hier wird wieder Metalle. Machen wir das mal special. Und was hatte ich denn noch? Ich weiß keine Ahnung, organisches. Organische. Organisch. So. Da kommen die ganzen Organe dann rein. Sowas kommt da zum Beispiel rein. Da ist jetzt Special. Ja, das ist eigentlich okay. Das ist organisch. Aber das ist so alles Special. Hoch, erstmal vielleicht Metalle. Ich packe das jetzt mal einfach zu Metalle. Auch wenn es theoretisch kein Metall ist. Diamant ist eigentlich auch kein Metall, glaube ich. Aber das passt schon. So, und hier kommt Organisches rein. Jetzt bräuchte ich halt noch Salz, um mir noch mehr Wasser machen zu können. Aber ich tue es mal erstmal hier rein. Weil wir wollen ja zu der Aurora. Eigentlich brauchen wir auch vorher noch Essen. Ja, das Kreislauf kriegt natürlich auch mal ein Special. Weil bei der Aurora ist ja Verstrahlung, das heißt, wir brauchen unseren... ich kann schon welche ernten. Nice. Ich mach mal alle und dann pflanze ich eins wieder ein. So, oder ich pflanze zwei ein. Ich brauche eh nicht so viel zu essen. So, einfach alle gegessen. Yay. Sehr gut. Und die sind auch schon wieder fertig. Wie war das? Mit dem Messer. Na komm. Komm. Oder geht das nur mit den Großen? Achso, die sind noch nicht ganz fertig. Okay. Hups. So, das heißt, ich glaube, wir sind eigentlich ausgerüstet. Wir haben das Feuerding. Wir bräuchten noch die Stasis Rifle, glaube ich, ist das. Die wir auch schon gelernt haben. Genau, Stasegewehr. Oder Schubkanone. Anzuziehen und abzustoßen. Ja, die brauchen wir. Kabelsatz und Titan. Titan haben wir. Was braucht man für Kabelsatz?
Kabelsatz. Zweimal Silber. Ich weiß, wir haben einmal in dem anderen. Dann suchen wir halt eben kurz Silber.